auf zum Good Ending. Ich weiß, ihr seid genauso gespannt wie ich, was jetzt passieren wird. Obwohl, ich weiß es. Dr. Robotnik macht sich hier weg mit seinen Blitzen, Laserstrahlen, was auch immer. Und unser Kumpel Tails ist wieder da. Da ist er. Ah! Ach, guckt ihn euch an. Ah, ich liebe Tails. Also Miles, der ist so toll. Ja, und Sonic fragt sich, okay, was war das jetzt? Hä? Stimmt? Ich lasse es einfach jetzt so durchlaufen. Ich glaube, ich muss jetzt auch nichts mehr drücken. Nee, okay. Also dann guckt es euch an. Also wir laufen nochmal durch die Green Hill Zone. Ah, krass, das ist Sonic, wer auch sonst. Das ist das Good Ending. Guckt euch bis zum Schluss an. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, es gibt nämlich noch eine kleine Überraschung. Nicht nur, dass hier Sonic und Tails durch die... Tails hat irgendwie... Bei Sonic läuft das hier noch relativ flüssig, finde ich, ne? Mit Tails sieht das aber total komisch aus, wie er läuft. Weil, guckt euch mal den Schwanz an. Der ist gar nicht regelmäßig. Okay. Also ich bin sehr, sehr dem. Ja, nein. Es gibt. Wir laufen hier durch die Green Hill Zone. Nochmal. Gemeinsam mit unseren Kumpel Tails, den wir ja befreit haben aus den Klauen des bösen Dr. Robotnik. Also wir laufen Tag und Nacht, wie man sieht. Beziehungsweise den ganzen Tag, Abend. Heute dann jetzt. Und nachts passiert noch ein kleines Geheimnis, möchte ich es mal nennen. Leute, was soll ich sagen? Das Spiel hatte ich als Kind gehabt, habe ich euch ja schon erzählt. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Ich wollte zwar eigentlich immer, muss ich ein bisschen mehr da ausfallen. Wir hatten das Sega Master und mein Cousin, der hatte das Sega Mega Drive. Und dort bei ihm habe ich immer Sega 2 gespielt, ne? Und ja, immer wenn ich dort war, ein bisschen ja, darf ich? Okay, durfte ich dann auch meistens. Und deswegen hatte ich irgendwann dann immer gesagt, ich möchte Sonic 2 haben. Ich habe Sonic 2 gekriegt. Für das Sega. Jedoch dieses hier. Also das, was bei uns in der Konsole gepasst hat. Ja, nein, ich war dann glücklich. Es war mein Spiel. Ich konnte immer sagen, ey, Finger weg, ist meins. Und daher habe ich es auch wirklich viel gespielt. Man hat jetzt eindeutig auch gemerkt, dass ich es sehr, sehr lange nicht gespielt habe, ne, so wie ich mich angestellt habe. Ich hoffe, euch hat es aber wieder viel, viel Spaß gemacht. Und uns wird auch gedankt, weil wir haben es ja gespielt, ne? Oh, stehen bleiben. In den Nachthimmel gucken. Ah, Tails ist so toll. Wie gesagt, ich war immer ein riesengroßer, also bin ein riesengroßer Tails-Fan. Und da lächelt uns im Sternenhimmel Sonic und Tails entgegen. Und das ist das Ende des Spiels, das Good Ending. Das gute Ende des Spiels. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet wieder genauso viel Spaß wie ich. Ihr konntet euch wieder über mich sensationell bestimmt kaputt lachen. Ja, der Game Over Screen kommt halt dann zum Schluss, was soll ich sagen. Ja, und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.